Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ich heiße euch herzlich willkommen. Heute fahren wir nach Aalborg, sprich nach Dänemark. Und ja, mit dem Kombi-Auflieger, wie ihr sehen könnt. Ja, heute wieder ein Kombi. Moment, ich muss mal auf die Karte gucken, wo lang wir müssen, okay? Und ja, das wird auf jeden Fall ein heikles Thema wieder. Ihr könnt es euch schon vorstellen, ihr seht ja schon, das ist ein Kombi-Auflieger, der ist richtig lang. Und gleichzeitig, ich zeige euch mal die Auftragdetails, dann wisst ihr Bescheid. Altverpackungen von Helsingborg nach Aalborg. Wir kriegen dafür knapp 15.000 Euro. Und das Kuriose dabei, dass das ein Schwergut-Transport ist. Das heißt, wir haben einen Kombi-Transporter mit einem Schwergut Kennzeichnung. Ja, sowas hatte ich, glaube ich, bei Euro Truck Simulator 2 noch nie. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, das wird jetzt das erste Mal sein. Wir werden mal schauen, dass wir so gut wie möglich um die Kurven kommen. Ja, ihr wisst ja, mit dem Kombi ist es am schlimmsten mal in den Innenstadtbereichen oder im Kreisverkehr oder sowas, ne? Innenstadtbereich ist natürlich am schlimmsten, aber ja. Da wollen wir mal gucken, dass wir das so gut wie möglich schaffen. Ich werde vorher auf jeden Fall noch hier eine Runde schlafen. Eine Runde schlafen. Ihr seht ja schon, meine Pause ist schon längst überfällig. So, und hier können wir schlafen, meine ich. Yo. Dann schlafen wir erstmal eine Runde. Und dann fahren wir mal los. Ja. Miroslav Z, Einkommen 11.673. Ja, diesmal eine Nachtfahrt, wie man sieht. Lichter sollte man machen. Jo. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch, dass wir jetzt mal nachts fahren. Man kann auch nicht immer tags fahren, ne? Logischerweise. So, dann lasst uns mal aufbrechen. Die Reise geht jetzt los. Schauen wir mal, dass wir so gut wie möglich aus der Stadt rauskommen hier. Ja, den Kreisverkehr hier einmal nehmen. Zum Glück ist der Kreisverkehr breit hier. Relativ breit hier. Wirklich. Muss man ja mal sagen. Hier raus. Sehr schön. Und die nächste dann rechts. Malmö-Trelleborg. Ja, wir werden ja auf jeden Fall Richtung Dänemark fahren. Sehr weit rein in Dänemark quasi. In Aalborg. Ja, in Aalborg waren wir noch gar nicht. Boah, das war eng. Jetzt muss der LKW ganz schön weit arbeiten. Ne, bergauf. Schwergut. Aber der neue Arktros glänzt. Wie der Stern auf dem Lenkrad vom Fahrzeug. Glänzt der tatsächlich sehr gut bis jetzt. Wechseln mal rüber. So, und dann lasst uns mal auf unsere Reisegeschwindigkeit von 84 km/h kommen. Und dann, ja, ist es auch entspannter dann. Schöne Tankstellen hier. Links sowohl auch rechts. So, 84 km/h. Tempomat ist drin. Ankommen sollen wir wohl morgens um, ja, kurz vor 7. 6:52 Uhr im Moment. Es kann, ändert sich ja immer, schwankt ja, ne? Je nachdem, wie schnell man fährt. Und ja, ob wir anhalten müssen und sowas, ne? Aber theoretisch sollten wir durchfahren können. Einfach aus dem Grund, weil wir ja schon geschlafen haben. Diese Nachtfahrt werden wir auf jeden Fall durchfahren können. Davon gehe ich mal aus. Wenn keine Unfälle oder Stau oder sowas sich hier entwickelt. Dann sollte das kein Problem sein. Ja, apropos Stau, Probleme, da seht ihr schon. Wir sollen nach links wechseln. Oh, ein bisschen langsamer fahren vielleicht. Oha. Hier ist schon ein Unfall. Oha. Das sieht wirklich sehr schlimm aus. Passen wir nur auf, dass wir nicht selber nachher so enden. Naja, das muss schon nicht sein.
Ja, da muss der LKW schon wieder gut beschleunigen. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Leute? Wir haben ja Schaden am LKW, 13%. Haben wir ja letzte Folge zusammenbekommen, ne? Seht ihr ja auch hier nochmal. Das Heftige ist, was mir aufgefallen ist, normalerweise so ab 10, 11, 12% fällt der LKW ja mal aus. Macht, ja, Probleme, wenn er so viel Schaden bekommen hat. So war das beim Scania auf jeden Fall, den wir hatten. Und beim Renault glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob wir den lang genug gefahren hatten, um das herauszufinden. Aber ich meine, beim Scania war das so. Ist beim anderen LKWs auch eigentlich so. Mir ist aber aufgefallen, mit dem Mercedes ist das, glaube ich, bis jetzt nur ein einziges Mal passiert. Beim 10% Bereich, dass der ausgefallen ist. Ist das ein Zufall? Oder ist der neue Arctros vielleicht wirklich stabil? So stabil, dass man sagt, jo, hält, schafft er. Mercedes halt. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, bis jetzt, toi toi toi, ich weiß nicht, wenn er jetzt ausfällt, ja, braucht euch nicht wundern, Vorführeffekt. Ist doch meistens so. Genau dann, wenn man was erzählt darüber, dann passiert es meistens. So. Hier gibt es doch den Autopass, ne? Wo man nicht anstehen muss. Ja, sehr gut. Maut direkt bezahlt. Sehr gut. Weiter geht die Reise. 172 Euro ist schon eine Summe, ne? Stellt euch mal vor, das müsst ihr als Privatperson bezahlen auf der Straße. Ist schon eine gute Summe auf jeden Fall. Reißt gut Loch in die Urlaubskasse ein. Oh, eine schöne Brücke jetzt wieder. Sehr schön. Ich weiß nicht, welche Brücke das jetzt ist, aber schön. Bei Nacht. Oh, der LKW hat aber Schwierigkeiten, jetzt hier hochzukommen. So langsam baut sich die Geschwindigkeit aber schon auf, ne? Mit unseren 32 Tonnen ist, sollte das aber auch kein Wunder sein, dass der LKW dann auch mal an seine Grenzen kommt. Guck mal, wir verbrauchen jetzt 80 Liter im Moment. Okay, jetzt nicht mehr, weil wir jetzt bergab fahren. Da brauchen wir halt nicht viel Sprit, ne? Aber jetzt mal 84 km/h Tempomat drin, ne? Sehr schön, jetzt direkt in den Tunnel rein. Ach so, und ich hatte ja in der letzten Folge ein Level Up gehabt. Ne? Ey, warum haben die ihre Scheinwerfer nicht an? Und Rückleuchten? Hm, interessant. Hat einer wohl vergessen. Ja, um auf das Thema zu kommen, ich hatte ja letzte Folge ein Level Up. Verteilt habe ich den Punkt beim ADR-Lehrgang, bei dem letzten, den wir auch noch hatten. Das war, glaube ich, brennbare Feststoffe. Hat uns noch gefehlt gehabt. Kommt, ich zeige euch das mal ganz kurz. Dann wisst ihr Bescheid. Fähigkeiten. Da. Das habe ich genommen. Das blaue. Das ist brennbare Feststoffe, ja. Habe ich einfach gemacht, damit wir alles voll haben. Von dem ADA-Lehrgang, ne? Damit wir das hinter uns haben. Ah, und unser LKW hat übrigens 6000 Kilometer gerade geknackt. Nicht schlecht. Der Mercedes Arctros macht auf jeden Fall richtig Arbeit. Gewusst. Mhm. Ja, Leute. So langsam wächst unser Imperium immer weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure tatkräftige Unterstützung. Die, die mal zuschauen, mir Daumen nach oben geben und ja, abonniert haben oder abonnieren werden. Ich bedanke mich bei euch. Das unterstützt mich wirklich unheimlich. Im Moment bin ich ein bisschen im Stress. Und nur als Vorwarnung, es könnte sein, dass es ein bisschen weniger Videos gibt. Vielleicht auch mal aber gar nicht. Erstmal jedenfalls. Das kann sein. Einfach aus dem Grund, weil ich vielleicht umziehen werde. Das heißt, vielleicht ich möchte umziehen und
Da kann es dann mal sein, dass ich ein paar Monate kein Internet habe. Oder ne, alles so drum und dran. Also Internet erstmal besorgen, dass das alles klappt. Dann ausziehen, einziehen, einrichten. Ne? Deshalb. Nicht wundern. Ich habe euch schon vorgewarnt. Aber weiter geht es immer noch. Ich werde immer noch dabei sein. Vielleicht wird es zwischendurch mal ein bisschen weniger Videos geben, aber dann werde ich wieder durchstarten, sobald ich alles wieder eingerichtet habe. Weil diejenigen, die mich kennen, wissen ja, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und hier fühle ich mich nicht wohl. In den Sommermonaten kannst du es hier knicken. Ich spiele, zocke, nehme auf, hab Headset auf, mach Fenster zu, damit man keine Nebengeräusche hört. Ja, und dann wird es hier schnell ganz, ganz schnell heiß. Oh, bin mir zu schnell. Na klar, gleich geblitzt. Aber mal einmal hier links. Ja. Und das macht halt keinen Spaß. Oh, jetzt habe ich hier so ein Ding, okay. 234 Euro für die Maut, okay. Ja. Ist schon eine große Summe. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Weil das macht keinen Spaß, hier oben Videos aufzunehmen. Und ich will ja euch immer kontinuierlich Content anbieten können. Und auch mich dabei wohlfühlen. Wohler fühlen als, ja, als jetzt. Also jetzt geht das. Jetzt ist das nicht so heiß im Moment. Aber die Videos davor, da war es wirklich sehr heiß. Deshalb, dass ihr einmal Bescheid wisst. Wieder eine Brücke. Deshalb könnte es sein, nochmal erwähnungshalber, sage ich es nochmal, dass ein paar Videos weniger kommen oder mal gar nicht, weil ich halt Umzugsstress bin. Also noch nicht ganz, ich bin noch am gucken, aber wird bald darauf hinauslaufen, dass ich dann umziehen werde. Boah, ich verliere Geschwindigkeit, was ist da los? Geht wohl ganz schön steil hoch, die Brücke. Oh, hau, hau. 40 km, mehr geht nicht. 126 Liter Verbrauch. Nun gut, jetzt baut sich ein bisschen Geschwindigkeit auf. So, jetzt geht's auch wieder bergab. Schön. Volle Wucht jetzt runter. 90 km/h. Oh, bisschen schnell. Aber ich lasse den LKW einfach mal rollen. Also ich habe einen Tempomaten jetzt drin, wie ihr sehen könnt. 84 km/h. Das ist jetzt alles Tempomat geregelt hier. Hier eine Bahnstrecke neben uns. Auch nicht schlecht. Und da kommt sogar ein Zug. Sehr geil. Ein Frachtzug. Ich glaube, den muss ich gleich mal überholen. Ja, dauert jetzt ein bisschen, den zu überholen, aber klappt. Oh, jetzt Kurve auch noch. Oh. Aufpassen. Gefährlich ist immer, wenn man die Perspektive ändert. Ja, dann kann das immer mal sein, dass man falsch lenkt und dann bam, haben wir einen Unfall. Haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gehabt. Also wäre auch nichts Neues. Ne? So, einmal rüber. Schön die linke Spur räumen, damit auch jeder vorbeikommt. So, was ist hier jetzt? Innenstadtbereich oder fahren wir jetzt an der Innenstadt vorbei oder drinnen durch? Das ist hier die Frage. Ah, da ist schon die Polizei. Herr Wachmann.
Ah, ein schöner Nachthimmel übrigens. Es wird ein bisschen heller. Sehr, sehr schön. So fahre ich am liebsten. Also nachts. So, wenn das jetzt gerade der Himmel so ein bisschen heller wird. Ne, man sieht den Himmel, die Straße noch vernünftig. So fahre ich nachts wirklich am liebsten. So gegen 4 Uhr morgens. Fast ein Wunder, die Sonne geht ja auch bald auf. Ja. Hell fährt man ja doch am besten, ne? Oder am liebsten. So. Und damit haben wir die letzten 200 Kilometer jetzt angebrochen. Wie viel Geld die jetzt für die Aufträge kriegen, ne? Für 450 Kilometer 15.000 Euro. Den überholen wir. Ist auf jeden Fall eine gute Summe. Kann man nichts sagen. Da kann man echt nicht meckern. Vorher mal so 3.000, 4.000 bekommen, 5.000. Und durch die Level, die wir immer dazu erhalten und die Skillpunkte, die wir immer vergeben, haben wir halt jetzt schon so einen Standpunkt, ne? Krieg ich den überhaupt noch? Krieg ich den überhaupt noch? Das wird ein bisschen eng. Ich glaube, ich sollte mal nach rechts wechseln. Jetzt, wo die Brücke auch noch kommt. Oh, jetzt bremst der, weißt du? Jetzt bremst der. Obwohl, der fährt trotzdem schneller als wir. Passt schon. Jetzt geht die Brücke wieder hoch und dann, ja, verlieren wir wieder Tempo, wie ihr seht. Oh, auch so eine schöne Brücke, ne? Mit unserem Arktros. Halbe Welt schon bereist. Naja, nicht ganz. 6.000 Kilometer ist noch nicht die Welt. Aber mal gucken, wie weit wir den Arktros fahren werden. Mal schauen. Oh, hier müssen wir rechts. Oh, das war aber knapp. Bevor wir den Arktros sowieso... Oh, das war knapp. Wir haben noch gut gebremst, haben noch Glück gehabt. Oh, ne. Oh, ne. Da fahre ich um. Du, da fahre ich um. Da gibt's jetzt nichts. Kein Zurück mehr. Ich fahre den jetzt um. Oh, jetzt haben wir nochmal geblinkt. Unnötig. Nee, das fahre ich um. Hier ist doch nichts. Mensch. Da aber auch. Aha. Ja, tut mir leid. Wir haben es eilig. Wir wollen hier einmal durch. Ah, Michael S. 6.000 Euro reingefahren. Danke. Danke, danke. Ich weiß, ich mache das eigentlich auch ungern. Aber das war so verlockend. Wir sind da ja gut durchgekommen, ne? Hat ja keiner was gesehen, ne? So, jetzt aber erstmal wieder auf unsere Reisegeschwindigkeit kommen. Die Sonne geht auf. Was will man mehr? Ich sitze im Fahrerhaus. Sehr, sehr schön. Tempomat ist drin. Und entgegen dem Sonnenaufgang fahren wir jetzt diese Strecke. Sehr schön. Richtung Aalborg. Da ist unser LKW von innen. Der neue Arktros. Ich bin mal gespannt, ob es bald Elektro-LKWs geben wird bei Euro Truck Simulator. Vorstellen kann ich mir das schon, dass wir da vielleicht demnächst mal ein paar Updates kriegen. Weil Mercedes hat seinen ersten kommerziellen E-Laster vorgestellt. Habe ich gestern gesehen. Und ja, ist der Artego. Nicht der Arktros, sondern der Artego. Ne, der Artego ist halt eine Nummer kleiner. Das wäre der LKW mit dem hinteren Auflieger nur. So eine Art. Ne? So ein halber Sattelzug. Und der soll tatsächlich dreimal mehr kosten als normaler Verbrenner Artego. Mercedes Artego. Wahnsinn, oder? Dreimal mehr. Das heißt, du kannst dir drei LKWs kaufen für den Preis. Und hat irgendwie 400 Kilometer Reichweite. Ne? Ist jetzt auch nicht die Welt.
Aber von Erwartung und Verschleiß soll der Preis ähnlich sein. Oha. Deswegen war die Straße wahrscheinlich gesperrt. Oha. Oh. Deswegen, also... Aber gerade noch gut geschafft hier. 100 Kilometer noch. Deswegen, also ob sich so ein LKW lohnt, so ein Elektro-LKW, da hole ich mir wohl noch 3 LKWs für den Preis, ne? Da muss auf jeden Fall mehr kommen bei den LKWs. E-LKWs jedenfalls. So, haben wir jetzt 84 km gleich. So. Erstmal auf 84 km/h kommen. Sehr schön. Die letzten 60 Kilometer und ein paar zerhackte haben wir noch vor uns und dann sind wir am Zielort. Und dieser Schwertransport mit 32 Tonnen kann man ja schon mal sagen, bis jetzt Resüm passieren lassen. Sehr gut. Mit dem neuen Arctros sind so eine kleinen Schwertransporte auch noch machbar. Klein im Sinne von, ja, keine 60 oder 80 Tonnen, ne? So 30. Vielleicht 40 Tonnen gehen noch gut. Alles darüber wird ein bisschen eng. Aber versuchen würde ich es trotzdem. Mit dem LKW bis jetzt sehr gut. Alles. Klappt wirklich sehr gut. Und die nächste müssen wir mal abfahren. Den Autobahnkreuz. Nach links und dann sind wir in der Stadt. Dann nach rechts. Oh. Bloß kein Unfall jetzt, wir waren kurz vorm Zielort. Das können wir auf jeden Fall jetzt nicht gebrauchen. Und wie ihr merkt, der Mercedes Arctros hat bis jetzt keine Panne gehabt. Obwohl er schon 13% Schaden hat. Also... bin überrascht. Es gab LKWs, die wir schon hatten, da sind sie zwischendurch stehen geblieben bei 11-12% Schaden. Deswegen bin ich echt überrascht von dem Arctros, dass der das so hinkriegt. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall, Leute. Ne? Vielleicht ist es auch wirklich nur einfach nur Zufall. Oh! Meine Güte! Ganz schön eng hier. So, jetzt einmal ausschwenken nach links und dann nach rechts. Oh, Alter, wie lang. Oh, Mann. Liter, wow. Da vorne die Molkerei Ala. Ala Kergarten. Wer kennt es nicht? Aus Dänemark. Mensch, die Firmen scheinen ja wirklich alle hier real zu sein. Also echte Firmen. Svenstrup. Wir sind jetzt in Svenstrup. Jetzt bloß kein Hänger hier, dass wir gut überall durchkommen. Ja, wir sind gleich am Zielort. Sehr gut.
Ab zu Ikea. Ikea ist unser Ziel. Also sollen wir wieder schneller fahren, okay. Und jetzt sind wir aber in Aalborg. Erster Aufenthalt in Aalborg. Ich hab's euch gesagt, wir waren noch nie in Aalborg. So, hier mal nach rechts, längs, zu schnell und jetzt wieder rechts. Oh, nicht schön, aber selten. So, und dann würde ich sagen, hier links oder, ja, die nächste. Hier nach links. Metro Cargo, okay. So, dann wollen wir mal abliefern. Oh, hier soll ich, hier kann ich nicht mal, ich beherrsche alles machen, sondern wir können nur, wo soll ich ihn hinparken? Okay. Schön, paar Auflieger auch hier. Das riecht nach neuen Aufträgen hier, ne? Das riecht hier wirklich nach neuen Aufträgen. Mal gucken, in der nächsten Folge, ob wir da was kriegen. Was Vernünftiges. Oh, lecker. Kisten voller Flaschen, oder was das? Ja, Sinalco-Cola-mäßig. Sieht auf jeden Fall wie Sinalco-Cola. Lecker. Lecker, lecker, lecker. So, Altverpackungen einmal hier abliefern. Dann sind wir auch hier. Oh, das ist aber ein langer Auflieger, ne? Leicht wird es hier nicht. Schauen wir mal. Ob das trotzdem irgendwie klappt. Stopp! Boah, das ist wohl schwer jetzt. Da, ich muss ehrlich sagen, so ein guter LKW-Fahrer bin ich nun auch nicht. Oh, das ist ja wirklich schwer. Mit so einem doppelten Kombi-Auflieger. Ist das wirklich nicht ganz so leicht. Oh. Komm, ich überspringe das. Das dauert so zu lange. Das kriege ich nicht hin. Tut mir leid, Leute. Auf jeden Fall, ja, 450 Kilometer gefahren. Erhalten fast 15.000 Euro. Und ja, verbrauchte Leder 200 Liter. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben ein Abo freuen. Sonst, Leute, wünsche ich euch alles Gute. Und ich bin wieder mal raus. Sage jetzt ciao.